Hallo und willkommen bei den Denkreisen. Ich habe zwischenzeitlich ein wenig weitergelesen in meinen Büchern und hoffe, alles richtig verstanden und zusammengesetzt zu haben, so dass ich es hier in Videoform weitergeben kann. Wir machen also da weiter, wo wir zuletzt aufgehört haben. Der Landesgraf Simon der Siebte hatte sich bemüht, die Grafschaft Lippe vor der zerstörerischen Flut des Dreißigjährigen Krieges zu schützen und setzte dabei häufig auf Neutralität und Fingerspitzengefühl. Doch in der Praxis lief das häufig auf exorbitante Zahlungen hinaus, die geleistet wurden, damit die vorbeiziehende Armee keinen Halt machte oder dies zumindest in gesitteter Weise tat. Hierbei spielte es zunehmend keine Rolle, ob da die Soldaten der Protestantischen Union oder der Katholischen Liga herannahten. Nur ein Jahr bevor der Dreißigjährige Krieg ausbrach, schlichtete Simon der Siebte den Streit mit den Lemgoern, der unter der Herrschaft seines Vaters eskaliert war. Doch das Ende des großen Krieges erlebte Simon der Siebte nicht mehr. Er starb 1927 in Detmold. Sein Nachfolger sollte sein Sohn Simon Ludwig werden. Doch dieser war zu diesem Zeitpunkt noch nicht mündig und so wurde vorerst sein Stiefgroßvater Christian von Waldeck zu dessen Vormund und damit auf Zeit zum Regenten über die Grafschaft erklärt. Christian von Waldeck sollte nur einige Jahre über Lippe regieren, doch allzu glorreich war diese Zeit nicht. Und das ist schon ironisch, denn ältere Beschreibungen bescheinigen dem Adeligen, dass er die Wissenschaften und die Kunst liebte und vor allem den Gelehrten zugeneigt war. Als junger Mann war er kaiserlicher Kammerherr gewesen und kannte sich vermutlich mit den Belangen der internationalen Welt gut aus. Doch offensichtlich hatte er in seinen späten Jahren dem ständigen Drängen der Geistlichen nachgegeben und den Hexen mit ihrem Schadenszauber den Kampf angesagt. Hexenprozesse dieser Art hatte es in der Region schon im 16. Jahrhundert gegeben. Doch es fällt auf, dass in den letzten 10 Jahren seines Lebens die Hexenprozesse in seinem eigenen Zuständigkeitsgebiet in dem nordhessischen Waldeck auf über 50 Fälle eskalierten. Da wurde also alle paar Monate jemand gerichtet und zumeist hingerichtet, überwiegend Frauen. Die bedrohliche Kulisse des Dreißigjährigen Krieges spielt hier mit Sicherheit mit rein. Die flächendeckende Verarmung dieser Grafschaften und Ländereien durch die ständigen Armeedurchmärsche kombiniert mit den Seuchen und den gelegentlich schlechten Ernten führten zu einer Brüchigkeit innerhalb des Gemeinwesens. Das ist etwas, das mir unentwegt in Texten begegnet, wie sehr die Schäden eines Krieges weit über die unmittelbaren Ereignisse der Schlachtfelder hinausgehen. Kriege hinterlassen Spuren, die oft Jahrzehnte und Jahrhunderte nicht ausheilen. Lange nachdem die Gebäude wieder alle aufgebaut wurden und der Alltag zurückgekehrt zu sein scheint. Oft greifen die Kriegsfolgen so weit in die Zukunft, dass man die Existenz entsprechender Kriegsfolgen kaum noch mit dem ursprünglichen Auslöser dieser Folgen in Verbindung bringt. Ich spekuliere jetzt ein wenig, aber ohne den Dreißigjährigen Krieg hätte möglicherweise das Phänomen der Hexenverfolgung begonnen, aus dem gesellschaftlichen Bewusstsein zunehmend herauszusickern. Langsam, aber dennoch. Man darf nicht vergessen, dass die barocken Menschen an der Schwelle zur Aufklärung gestanden haben. Das Interesse an Wissenschaften und Technik nahm zu. In dieser Ära begannen die ersten Verlage zu entstehen, Zeitungen wurden gedruckt und neuartige Musik wurde komponiert. Die Zünfte und Gilden wurden immer progressiver und stimmten, unter Vorbehalten, sogar der Mitgliedschaft von Frauen zu. Neue Länder in der Übersee wurden entdeckt und die Finanzsysteme wurden massiv ausgebaut. Eine neue Ökonomie wurde etabliert, eine, die wir, vereinfacht gesagt, bis heute haben. In all dieser Dynamik macht der Rückfall in ewige gestrige, abergläubische Folklorismen eigentlich keinen Sinn. Also die Idee, dass Hexen für schlechte Ernten zuständig waren oder wenn eine Kuh ein missgebildetes Kalb gebar. Doch Kriege hinterlassen eben massive psychische Schäden an den Menschen, irrationale Psychosen, die sich mit den Gepflogenheiten des Alltags vermengen. Die Eskalation der Hexenverfolgung fand also bereits inmitten des Dreißigjährigen Krieges statt. Und das verwundert nicht, da die Kriegsverluste an Leben und die Demonstrationen der Gewalt und Zerstörung so immens waren, dass hierbei Hexenverfolgungen zahlenmäßig relativ klein ausfielen. Zumindest im Vergleich mit den Hunderttausenden und letztendlich Millionen Opfern des Dreißigjährigen Krieges. Dies waren finstere Zeiten. Egal, wo man da in Deutschland eintraf, ständig wurde irgendwer gehängt oder geköpft.
Mal waren es vermeintliche Spione, mal waren es Diebe oder Betrüger oder angebliche Hexen. Und gerade Letzteres wurde sehr oft von der einfachen Bevölkerung heraufbeschworen. Teilweise gegen den Willen der Geistlichkeit, die da gar nicht so motiviert war, sich in diese Richtung zu engagieren. Doch ob katholisch oder protestantisch, die zuständigen Priester waren hier ständig am Zugzwang, sich nicht von der Straßenfolklore die Oberhoheit über alles Mysteriöse und Unsichtbare nehmen zu lassen. Das ist natürlich auch ein starkes Phänomen dieser 150 Jahre religiöser Reibung in Europa, dass oft der Pöbel über die Kirche entschied. Die Leute haben auch schon mal einen Pfarrer rausgeworfen und sich einen anderen besorgt, wenn ihnen nicht gefiel, was er zu sagen hatte. Und wie wir sehen werden, war gelegentlich auch ein Pfarrer nicht sicher vor der Anschuldigung der Hexerei, wenn es gewissen Leuten eben in den Kram passte. Der noch sehr junge Simon Ludwig von Lippe übernahm Ende der 20er Jahre langsam die Regierungsgeschäfte. Hierzu wurde beim Kaiser Ferdinand II. Eine vorzeitige Volljährigkeitserklärung beantragt. An dieser Stelle lese ich mal einige Zeilen bei Karl Mayer-Lemgo. Als in der nächsten Zeit sich der Vorteil auf die Seite der Schweden neigte, wagte es Graf Simon Ludwig auf den Rat seines Kanzlers, sich bei äußerlicher Wahrung der Neutralität offener zur evangelischen Sache zu bekennen. Diese neue Haltung des Landesherrn erbitterte den Grafen von Gronsfeld, den Oberbefehlshaber der Kaiserlichen in Westfalen, aufs Äußerste. Inzwischen war Lemgo von 3 Kompanien schwedischer Truppen besetzt worden. Bei einer amtlichen Bestandsaufnahme der Getreidevorräte durch die Schweden ergab sich, dass in der Stadt trotz aller Kriegsverluste vor der neuen Ernte noch 515 Fuder und 44 Scheffel Getreide vorhanden waren. Seit November 1634 waren die Schweden auch in Besitz von Festung Minden. Dagegen rückten von der anderen Seite kaiserliche Truppen unter General Speerreuter ins Lippische. Es machte gar keinen Unterschied, wer das Land besetzt hielt oder hindurchmarschierte. Die rücksichtslosen Aussaugungen, Geldpressungen und Räubereien blieben die gleichen. Nur wenige waren in der Lage, die Einquartierung von sich abzuwehren, wie der reiche Levin von Donop, der im Jahre 1636 vom Magistrat der Stadt die Freiheit vor Einquartierung und Kontribution für 400 Reichstaler erkaufte. Für eine solche Summe konnte man damals ein anständiges Haus kaufen. Die Regierungszeit von Simon Ludwig dauerte nicht lange, da er sehr jung, im Alter von 26 Jahren, an den Pocken starb. So hatte auch der junge Simon Ludwig das Ende des 30-jährigen Krieges nicht erlebt. Er hatte mit seiner Ehefrau Katharina zu diesem Zeitpunkt bereits Söhne, doch diese waren alle noch Kleinkinder. Seine Witwe Katharina war erst 24 Jahre alt, was ein Jahr zu wenig war, um nach dem geltenden Recht die Vormundschaft und Regentschaft anzustreben. Simon Philipp, der älteste Sohn von Simon Ludwig, wurde nur auf Papier ein richtiger Landesgraf. Sein Onkel Johann Bernhard meldete seinen Anspruch auf Regentschaft an. In diesen Jahren ging schließlich der unsäglich lange Krieg auch zu Ende. Simon Philipp starb jedoch im Alter von nur 18 Jahren in Florenz an den Pocken. An dieser Stelle nur eine kleine sarkastische Abzweigung. Impfgegner sollten wirklich ab und an die Nase in Geschichtsbücher stecken. Der Regent Johann Bernhard regierte über Lippe bis zu seinem Tode in 1652. Da auch er kinderlos war, gingen die Pflichten und die Privilegien an seinen jüngeren Bruder, Hermann Adolf von Lippe, der ebenfalls ein Sohn von Simon dem VII. War. Und damit sind wir beim eigentlichen Anfang unserer Geschichte angekommen. Denn Hermann Adolf wird noch Erwähnung finden. Unter seiner 14-jährigen Regierung fanden zahlreiche Hexenprozesse statt und die Eskalation der Ereignisse ist unter anderem auch seine Verantwortung. Die Idee, dass Menschen der Hexerei nachgehen, ist weltweit sehr alt und beschäftigt inzwischen allerlei Ethnologen und Anthropologen. Motive dieser Art findet man in den entlegensten Teilen der Welt und es gibt zum Beispiel Regionen in Afrika, wo das noch heute ein sehr großes Thema ist. Da gibt es zum Beispiel Betreuer in Asylheimen, die mit solchen Problemen konfrontiert sind. Da können also Situationen entstehen mit Gefahr für Leib und Leben. So hat auch der christliche Hexereibegriff in Europa diese Thematik aus der vorchristlichen Zeit von den sogenannten Heiden geerbt und einfach der eigenen Religiosität angepasst. Es war nicht allzu schwer, diesbezügliche Empfindungen mit dem Teufel in Verbindung zu bringen. Hierin ähneln sich die meisten europäischen Länder. Betrachtet man die Lage im frühen und mittleren Barock innerhalb deutscher Ländereien, so fällt hier Lemgo statistisch kaum aus der Reihe.
Es gab im Lango bereits im 16. Jahrhundert, also während der Reformationszeit, allerlei Hexenprozesse. Der früheste bekannte Fall ist aus 1509. Doch ihre Quantität unterschied sich eben nicht allzu sehr vom restlichen Kulturkreis. Dieser Menge an Hexenprozessen hätte Lemgo kaum den Spitznamen das Hexennest eingebracht. Ein Begriff, der erst im 19. Jahrhundert salonfähig gemacht wurde. Und doch hatte im ausgehenden 18. Jahrhundert Lemgo bereits seinen Ruf weg, weit über die Grenzen der Grafschaft Lippe hinaus. Ich zitiere hier aus dem Buch Hexen und Hexenprozesse in Deutschland, herausgegeben von dem Hexenexperten Wolfgang Behringer. Aus einem Brief, welchen die um das Wort nicht verlegene Liselotte von der Pfalz an Caroline von Wales am 16. Februar 1719 schrieb, also nur wenige Jahrzehnte nach unseren Ereignissen. Liselotte von der Pfalz schreibt also: Dass ihr keine Schreiben aus England bekommt, ist nicht Wunder, zu sehen, wie abscheuliche Winde und Sturm jetzt sind. Wenn das in der Grafschaft Lippe geschehen wäre, hätte man es vor Hexenwerk gehalten. Aber zu Paris glaubt man an keine Hexen und brennt sie nicht. Ich habe auch keinen Glauben dran. Die Grafschaft Lippe war also bereits um die Jahrhundertwende vom 17. ins 18. Jahrhundert sehr verschrien als eine Region, in der einer Frau leicht Gewalt widerfahren konnte, wenn irgendwem an ihr etwas nicht gefiel. Die Herzogin beklagt auch in anderen Briefen die Hexenprozesse und betont mehrmals, dass sie an solche Dinge nicht glaube. Denn auch im 18. Jahrhundert gab es noch Hexenverfolgungen, doch sieht man an Liselottes Brief verkehrt, dass es zunehmend einflussreiche Menschen gab, die das gänzlich ablehnten und als Aberglauben kritisierten. Kehren wir nun zurück zu Lemgo. Am Ende des Krieges war dies eine gebrochene Stadt, insbesondere vergleicht man dies mit der Glanzzeit dieser Stadt nur 50 Jahre zuvor. Von den rund 1000 Häusern, die es damals in Lemgo gegeben hatte, war die Hälfte vollständig zerstört. Die Einwohnerzahl lag bei 1629 noch bei 4700. Nach 1648, also beim Kriegsende, war sie auf lediglich 1400 Menschen gesunken. Denn neben den Toten, die es zu beklagen gab, waren viele Familien aus der Stadt geflohen, zu Verwandten, aufs Land und ähnliches. In Norddeutschland lagen die durchschnittlichen Kriegsverluste an Leben bei der Landbevölkerung bei rund 50%. Doch in Lemgo, das zweimal wirklich brutal geplündert wurde, waren die Verluste bei 2/3 der Bevölkerung. Hier sehen wir also den ersten Brandbeschleuniger der Hexenhysterie. Eine zerrüttete Stadtgesellschaft, betroffen von massiver Verarmung. Ein vernarbtes Gemeinwesen in einer kollektiven Krise und Depression. Doch das allein würde wohl nicht ausreichen, um eine lutherische und weitgehend weltoffene Stadt wie Lemgo zu einer Hölle willkürlicher Justiz zu machen. Denn in diesem Zustand fanden sich schließlich unzählige deutsche Ortschaften vor, die allesamt durch diesen riesigen Krieg in Mitleidenschaft gezogen wurden und nicht selten auch vollständig zerstört und geplündert wurden. Doch bei Lemgo findet man noch zwei weitere Kofaktoren, die für diese Videoserie noch von großer Bedeutung sein werden. Der zweite Faktor ist eine recht besondere Rechtslage Lemgos gegenüber dem gräflichen Landesgericht in Detmold, die überhaupt erst eine solche Prozesswelle ermöglichte, ohne dass die feudal gesehen höhere Instanz hier ein Mitspracherecht hatte. Dazu später mehr. Der dritte Faktor ist die Präsenz von zwei Bürgermeistern, die beide Männer von unglaublich korrupter Gesinnung waren und in der kritischen Phase des lokalen Hexenglaubens es verstanden haben, die Gedanken des Pöbels für sich nutzbar zu machen, um Macht und Vermögen anzuhäufen. Wir haben es also mit diesen drei Hauptfaktoren zu tun: Das Leiden und der Verfall unter dem Dreißigjährigen Krieg, eine besondere Ausgangssituation bezüglich der Gerichtsbarkeit in Lemgo und korrupte Individuen im Stadtrat. Und es ist die Mischung dieser drei Faktoren, die Lemgo derartig durchdrehen ließ, sodass noch 40 Jahre später die Herzogin von Orléans die Grafschaft Lippe als ein Synonym für hinterwäldlerischen Aberglauben und pöbelhafte Mordlust betrachtet. Und dazu mehr in der nächsten Folge. Danke für das Zuschauen und bis zum nächsten Mal.